Ja, aus dem Bereich mehrdimensionale Analysis, partielle Ableitung für fxy gleich Sinus x mal e hoch x mal y. Denkt dran, wir haben hier für eingesetzte x- und y-Werte einen zugeordneten z-Wert, also dreidimensional. Ausführliche Videos auch zur Visualisierung in der entsprechenden Playlist mehrdimensionale Analysis, auch zu den Schreibweisen mit den Operatoren. Jetzt beide Ableitungen, und zwar die erste Ableitung mache ich jetzt nach x. Die Augen gehen also auf das x als Argument und y wäre zu behandeln wie eine Zahl. Also hätten wir hier irgendetwas mit x multipliziert mit irgendetwas mit x, also Produktregel im Ansatz, sprich u' mal v plus u mal v'. Wir hätten u abgeleitet, Cosinus x multipliziert mit e hoch x mal y plus u Sinus x multipliziert mit v'. Das x ist das Argument, y ist zu behandeln wie eine Zahl, also ups mal e hoch x mal y, und wir haben hier oben stehen, sortiert geschrieben wäre es y mal x, Zahl mal x, und dann den Exponent noch ableiten wäre y nach vorne multipliziert. Und das wäre die Ableitung nach x. Und die erste Ableitung nach y, Augen gehen auf das y als Argument. X ist zu behandeln wie eine Zahl. Deshalb wäre ja auch Sinus x insgesamt eine Zahl. Also haben wir Zahl, konstanter Faktor, mal e hoch x mal y, x zu behandeln wie eine Zahl. Also hätten wir als Ableitung hier eigentlich total easy, Sinus x bleibt als konstanter Faktor erhalten, mal e hoch x mal y, und Exponent abgeleitet, ne? X ist die gedachte Zahl mal dem Argument, also die Zahl noch nach vorne multipliziert, und schon habt ihr hier beide Ableitungen. Auch in anderen Videos, wie kann ich das dann in jetzt die zweite Ableitung überführen, wie kann ich es in einer Hesse-Matrix zum Beispiel deutlich machen, was ist die Jacobi-Matrix in den Darstellungen. Wenn ihr die ganzen Teilvokabeln habt, solltet ihr da auch easy durchkommen.